Moinsen und herzlich willkommen zu meinem ersten kleinen, aber feinen Video über meinen lustig-launigen Ausflug nach Köln. Dieser riesigen Stadt am Rhein fand auch dieses Jahr wieder eine der größten Messen für Games statt, die Gamescom. Dieses Jahr bin ich als Fachbesucher auf der Gamescom gewesen und habe mich dort gründlich umgesehen und dabei viele spannende Abenteuer erlebt. Ich habe die neuesten Spiele angespielt, tolle Leute getroffen und mutig jede Location erforscht. In diesem riesigen Gewusel aus tausenden von Spielefans, kostümierten und riesigen fremden Wesen ist es für einen kleinen Teddybär wie mich gar nicht so leicht. Trotzdem habe ich immer den richtigen Weg gefunden und dabei ein paar schöne Bilder aufgenommen. Möchte ich euch an ein paar der coolsten Erlebnisse teilhaben lassen. Heute zeige ich euch, welche Spiele ich auf der Gamescom 2015 so angespielt habe und gebe ein kleines Fazit dazu ab. Alle Spiele, die mich auf der Gamescom 2015 interessiert haben, habe ich gleich am Mittwoch, den Fachbesuchertag, anspielen können. Los ging es am Stand von Ubisoft mit dem Spiel Anno 22.5, dem neuesten Teil der beliebten Aufbaustrategie-Serie. In Sachen Gameplay und Setting gibt es hier einige sehr große Parallelen zum direkten Vorgänger, dem Spiel Anno 2070. Und auch typische Anno-Elemente sind wieder mit dabei, zum Beispiel, dass man die Bevölkerungsgruppen mit Hilfe von Rohstoffen und Ressourcen auf eine höhere Stufe bringen soll, um weitere Gebäudeoptionen freizuschalten. Was es auf der Gamescom leider nicht zu sehen gab und was man aber schon in den Trailern sehen konnte, war das Gameplay auf dem Mond. Es soll nämlich auch möglich sein, auf dem Mond zu siedeln. Diesen Teil des Spiels hätte ich mir gerne auch angesehen, aber leider war das in der Gamescom-Demo nicht enthalten. Von den Ubisoft-Mitarbeitern am Stand habe ich versucht herauszufinden, zu welchem Zeitpunkt im Gameplay denn genau der Spieler auf dem Mond siedeln können wird. Und genau konnte man mir diese Frage nicht beantworten. Es wird auf jeden Fall im Rahmen der Kampagne an irgendeinem Punkt ermöglicht werden. In der Gamescom-Demo ging es auf jeden Fall schon einmal darum, die Bevölkerung so weit hochzustufen, dass man einen Weltraumlift verbessern konnte. Sicherlich ein wichtiger Schritt in Richtung Erbauung einer Mondbasis. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Anno. Alle anderen Teile haben mir bisher großen Spaß gemacht und ich werde bestimmt auch diesem Teil eine Chance geben. Star Wars Battlefront ist sicherlich eines der heiß erwartetsten Spiele der Messe gewesen und auch einer meiner ganz großen Favoriten. Ich habe eine Infanterie-Koop-Mission auf Seiten der Rebellen gespielt. Auf Tatooine mussten wir eine abgestürzte Rettungskapsel beschützen vor imperialen Truppen. Da wir auf der PlayStation gespielt haben, war das Zielen für mich relativ schwierig. Trotzdem hat das Spiel einen Riesenspaß gemacht. In einer Szene haben wir uns in einem Zelt versteckt, um die Sturmtruppen in einen Hinterhalt zu locken. Doch die bösen Sturmtruppen haben unseren tollen Plan durchschaut und haben ganz schnell das Feuer auf das Zelt eröffnet. Auf einmal war das Zelt nicht mehr da und wir waren mitten auf dem Präsentierteller. Und wir waren da ungefähr so ausgeliefert wie ein kleiner, hilfloser Teddybär in einer Warteschlange voller ungeduldiger Gamer. Ein bisschen Vorsicht bitte! Am Simulatorenstand lauerte auch gleich die nächste Gefahr. Riesige zweibeinige Kühe haben mit CDs um sich geworfen. Beinahe wäre ich davon sogar erschlagen worden. Ich habe doch aber gar nichts gemacht. Ich bin einfach nur friedlich da rumgelaufen und habe mir alles angeguckt. Am Simulatorenstand selbst gab es ein paar richtig coole Spiele zu sehen. Zum Beispiel den American Truck Simulator. Der Euro Truck Simulator hat mir ja auch schon großen Spaß gemacht. Auch hier gibt es wieder ziemlich viele Parallelen zum direkten Vorgänger Euro Truck Simulator 2. Zum Beispiel ist die Engine wieder genau die gleiche. Auch die Interfaces im Spiel sind immer noch genauso wie im Euro Truck Simulator 2. Dafür sind die Umgebungen abwechslungsreicher und insbesondere die Städte wirken größer und lebendiger und nicht mehr wie Kleinbuxtehude.
Auch typisch für die Reihe gibt es wieder viele lizenzierte Marken, zum Beispiel FedEx-Wagen oder auch Truck-Marken wie Peterbilt. Man konnte das Spiel nur an einem Lenkrad spielen und da ich bisher noch nie mit einem Lenkrad gespielt habe, war das Ergebnis entsprechend katastrophal. Da die wirklich echten Trucker-Profis sowieso lieber mit einer Tastatur fahren, habe ich die ganzen Fahranfänger mal ihre Runden drehen lassen und auch mal den ein oder anderen interessierten Blick auf andere Spiele geworfen, die es an dem Stand so zu sehen gab. Zum Beispiel konnte man im Bussimulator 16 einen Bus fahren. Das ist zwar nicht ganz so cool wie Truckfahren, aber irgendwie auch ganz nett und witzig. Und in City Economy kann man sogar Müllcontainer ausleeren. Naja, wenn sie nicht vielleicht gerade im Boden verschwinden. Man muss dazu aber auch sagen, dass das, was wir hier sehen, ein Alpha-Stadium ist. Und im fertigen Spiel sieht das Ganze dann hoffentlich anders aus. Ich sage mal, Tatzen drücken. Und bis zum nächsten Video.